Angel ist noch da. Daisy? Ja. Okay. Gut. Dann. So, muss mit den Pommes fertig essen, ja. Presentation Mode. So, da haben wir jetzt einige. Also Daisy. Aladdin. Hatte ich mich nicht mehr daran erinnert, ehrlich gesagt. Aladdin war so eine Serie, das hat man sich so nebenbei nach dem Mittagessen gegönnt. Weißt du? So aktiv habe ich das nicht geschaut. Alleine so. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? An irgendeine Folge? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Aber hat das mehrere Folgen gehabt oder was? Ich Witzig dachte immer, war. das gab, da gibt es so einen Film davon oder was? Nein! Aladdin hatte keine Ahnung um die 1000 Folgen. Ja, E oder D würde ich sagen. Ich meine, okay, ich sehe hier schon schlechtere Serien, ich pack's mal ein D. Ne? So, The American Dragon. War nicht so gut. Fandst du nicht geil? Ich fand die erste Staffel, wo der noch so aussieht wie da auf dem Bild, nice. Und dann wurde dem sein Aussehen ja verändert. Ne? Ab der zweiten Staffel. Da sah er irgendwie aus wie eine Missgeburt. Weißt du? Ja, ist auch so ein D, ne? So, Kenne ich gar nicht. Angela Anaconda war das. Kenne ich gar nicht. Das ist halt diese. Pff, ja, F, komm. Ariel, die Meerjungfrau. Wenn wir mal nicht den Film nehmen, ja, mit den Songs, die wir kennen, ja, mit Unter dem Meer und bla. Ich sag mal so, ich kenne nur den Film. Ich kenne echt wenig. Hör auf. Wie kannst du das denn kennen? Ja, ist halt ein E, ne? Ist nicht so schlecht wie Angela. Art Attack ist so ein Ding, das hat man sich fast immer gegönnt und sich aufgeregt, dass man nicht diesen Kackbastelkleber hat. Okay. Asterix und Obelix. Die kennst Das du ist ein auch. S, Alter. Ist das ein S? Ein As. Ist schon ein A, so würde ich sagen. So Legende von Aang. Das ist halt so ein Ding, emotional nimmt das einen mit. Man guckt die Ich finde Serie das ehrlich gerne. gesagt nicht gut. Ha? Ich Was? bitte dich. Ich kann mich auch auf dem A einigen. Das würde nur ein bisschen von Kusama mitgesehen, aber das hat mir gar nicht gefallen. Oh Mann. Stimmt, Benjamin Blüm. Wackelkinder. Benjamin Blümchen. Ist der Benjamin, das geben wir ein F oder ja. Komm. Ein F? Du Benjamin. Also ganz ehrlich, Angela Anaconda Müll. Beyblade. Auch gar nicht meins. Ist halt ein Anime. Ich hab's halt gefühlt, ich würde es in C packen. So, die Biberbrüder kennst du doch, oder? Waren sie eher so was Witziges? Ja. Also im Aussehen erkenne ich die, glaube ich. Na, warte, ich kann dir auch mal einen Clip aussuchen, wenn du willst. Aber mach ich das jetzt nebenbei. Ah, doch, gut, das kenne ich, das kenne ich. Das war okay. Weißt du, ja. Oh, war okay, also D, E. Ja, so D würde ich sagen, ja. Okay. Bibi Blocksberg, aber da Na, diskutiere natürlich. ich nicht. S. Nee, S, Alter. Bibi und Tina diskutiere Oh, ich auch nicht. jawoll, richtig gut. Diskutiere ich auch nicht. Ich bin Pipine, halt ein Junge, für mich waren das Schrottserien, Alter. Das hast du geguckt, wenn deine Schwester unbedingt was gucken wollte und nur ein Fernseher im Haus war. Weißt du? Genau deswegen habe ich so eine Kacke. Deswegen habe ich so eine Kacke wie Wings Club und so damals geguckt. Das ist immer. Verstehst du meinen Schmerz? Nee. So, Biene Maja. Das finde ich ein C oder sowas. Ja, allein für das War Intro nicht so kriegst du ein schlecht. C. So, Das Plusk. ist natürlich ein Full S, Alter. Das ist ein S, Alter. Wir haben Blau und Blau gelöst, Alter. Komm, So A. verdammt Ein gut. A ist jetzt kein Ja, L. gut, okay. Komm, wir sind im Buddel-Fanclub. Wo wollen wir Bob den Baumeister hinstecken? Bibuddel. Daisy, Ja, Bibuddel. Babypuddel.
Babybuddel, würde ich sagen. Babybuddel, ja. Und Briefe von Felix. Kenn ich gar nicht. Was ist das da? Ist das dieses hässliche Hudner? Nicht geschaut. So, Caillou. Daisy, du bist schon groß und wir kommen nach dem Spiel mit dir. Also ist das so, wie es ist. Das könnte auch eine Hymne von einer katholischen Kirche sein. Ja? Ja. Also ganz ehrlich, ein F, Alter. Ist halt nicht für unsere Alters... Das kam halt irgendwann raus, als wir schon ein bisschen älter waren, Caillou. Ja? Das ja. So, Camp Laszlo. L-A-Z-L-O, L-A-Z-L-O. Das war okay für mich. Und Laszlo, also ein Name. Komm, packen wir mal zu Biene Maya. Catdog. Komm, da hat man schon ein paar Stunden... Was? Kennst du dich? Nee. Du musst nachholen. Also, ich kenn's von dem Bild her, aber ich glaube, ich hab das nie geschaut. So, Chip und Chap. Das war gut. Also, Chip und Chap war gut. Schon ein S fast, ne? Sag mal. A oder S, du entscheidest. Ich würd's A nehmen. Ich würd's A nehmen. Gut. Oh, Coco, der neugierige Affe, habe ich die gesehen. Guck mal, den musst du sehen. Den habe ich nicht gesehen. So, Kosmonwander. Ist okay, aber nichts Überragendes, finde ich. Ah, komm, bei B passt das rein. Captain Baloo und seine tollkühne Crew, das hat man öfter geguckt, als man klein war. Das ja. Allein bom 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 bom. Das war schon gut, ne? Ja, war so, wenn ich die Serie so in Erinnerung habe, waren halt viele Wiederholungen nervig, nicht viele Folgen. Aber sonst halt, hat man geguckt, ne? Danny Phantom. Danny Phantom, oh, okay. Wenn du mich fragst, ein S. Ja, da packen wir uns, ich hab's schon öfter mal geschaut, aber ich war nicht so hooked wie ein S. Okay, Darkwing Duck. Habe ich nicht geschaut, aber es soll übelst gut gewesen sein. Ja, allein das Intro, dafür hat's allein ein A. So, Seto, wie hieß der? Nicht Seto Kaiba, sondern... Ist das Magic Kaito? Oder ja, Magic Kaito. Das ist ein brutales S, oder? Das ist ein S für mich. Übelst gute für Serie. Für mich ist es ein C. Oh. Die ist sogar ein bisschen neuer, die übelst gut die gemacht. Dinosaurier. Wie hieß das nochmal? Die Dinos. Mit nicht die Mama. Ganz ehrlich, für mich ist das ein F. Ich kenne viele Leute, die das fühlen, feiern und sonst was. Für mich ist das Rotze gewesen immer. Ich fühle das auch nicht, weil ich sie kenne. So, Digimon. Digimon ist gut. Digimon ist schon S so. Ja, das ist S. Also die erste Staffel und die zweite, aber danach. So, Duck. Auch nicht. Die kennst du safe. Die kennst du safe. Also der Typ, der so komisch ausschaut. Ja, der mit seiner Knubbelnase. Ah, ich glaube von 10 her kenn ich's. Der in einer Folge versucht er sich, kriegt einen Pickel, versucht ihn auszudrücken und hat irgendwelche Hallos. Die Folge habe ich noch im Kopf. Die Folge habe ich noch im Kopf. Gute Kinderserie. So, Dragon Ball Z. Ich hab sie geguckt und ich hab den Manga gelesen, das ist das Ding. Der Manga fand ich gut. Boah, ist schon ein A, ne? Gibt halt bessere Serien insgesamt. Das normale Dragon Ball fand ich aber besser, das was jetzt kommt. Der normale Dragon Ball, das hat uns halt nee, unsere... Dragon Ball Z hab ich nicht geguckt, aber Dragon Ball hab ich den Manga gelesen, der war gut. Ja. Drake and Josh. Für den Nickelodeon-Gucker. Kenn ich nicht mal so gut. Drake and Josh ist für mich ein A, Alter. DuckTales? DuckTales ist super gut. Das mich auch noch. Ah, B. Ich lasse mich auf B einigen. Gutes B. Sorry, dabei so, weiß ich nicht. Entenhaus und ganzen Scheiß war ich halt immer draußen. So, das war dieses. Wie hieß die Serie nochmal? Fillmore. Fillmore, glaube ich. Sondern dass diese Schüler-Ding. Diese Schüler-Detektive-Dinger. Ja, genau. Mit dem krassen Intro. Cool. Willst du das Intro mal kurz hören? Ehrlich gesagt nicht. Doch, du willst das Intro hören. Vertrau mir.
Du willst es sehen, vertrau mir. Nein, nicht das. Nicht Biberbrüder. So. Allein wie lächerlich dieses Intro gemacht ist, ne? Das hier kann ich dir ehrlich gesagt. Fingertips. War Fingertips nicht das mit der. Hab ich nicht viel geguckt, Alter. So, weg. Hab ich auch nicht geguckt. Das war, glaube ich, Flipper. Ja, auch nicht viel geguckt. Doch gar nicht. Franklin. Hab ich auch nie geguckt. Galactic Football, das ist das da mit diesen krassen Fähigkeiten und bla. Und ich sag dir so, wie es ist, das einfach Müll. Das klingt aber witzig. Ich zeig dir kurz was davon. Unforgettable Moments. Die Unforgettable Moments. Warte. Kurz die Musik aus. Die Unforgettable. Null gut aus. Digga, weißt du, wie alt der Anime ist? Was ist das für ein Vieh? Die wird zum Super Saiyajin, Digga. Ich sag dir so, wie das. Das ist so schlecht. Also, nachdem wir die Szene gesehen haben, ja, weißt du, warum ich das in den Müll gepackt habe? Ja, es ist Müll. Das ist so, Geschichten aus der Kluft. Warte mal kurz. So, jetzt. Kenn ich gar nicht. Glücksbärschis. Habe ich nicht viel geschaut, ich habe eher die... Gummibärenbande ja, geschaut. Ja, ist halt ein F, Digga. Ich sag's so, Goofy und Max. Das ist so für mich höher. Das war okay. Das ist höher angesiedelt. Ja, B ist okay. So, Disneys große Pause. Kann ich mich nicht stark dazu äußern. Warte. Du möchtest. Ich zeig dir nur eine Szene. Wie hieß der nochmal? Na, Hans Zimmer ist ein Ding, der macht Lieder. Oh, warte mal. Ach, Hans Jakob. Das ist gut, das Vieh. Mann! Barney, meinst du? Ey. Ey, come on, gib mir das Scheiß! Ach, John Jager, Leute. Hä? Och man, jetzt finde ich's nicht, oder was? Ja, dann nicht. Dann nicht. So. Dann die Almighty Gummibärenbande. Die waren gut. Aber er ist kein S, Digga. Also. Nee, ist nicht. Ist nee, nee, nee. Ganz. Ich weiß es nicht, was. Also ist H2O. Plötzlich mehr Jungfrau. Ah, ja. Das klingt ein S für mich. Hannah Montana. Habe ich gar nicht gemocht. Kriegt ein S für dich, oder? Hab ich gar Müll. Nicht gemocht. Komplett Müll. Nie geguckt. Heidi.
Heidi ist gut. Kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, das habe ich früher oft. Doch, ich kann mich erinnern, dass irgendwann ab der zweiten Staffel die in einem Haus war mit einer Tusse im Rollstuhl. Mit so einer Blonden. Und dann irgendwann hat die Rollstuhltante mit auf den Berg genommen. Daran erinnere ich mich. Was natürlich sehr nett ist, seine Rollstuhlfahrerin vorne mit auf den Berg zu schleppen. Also verstehe mich nicht falsch. Kriegt noch Arbeit. Ja, Schreibt was drauf. C. Arnold. Kennst du noch das Arnold-Intro? Daisy? Ich fand das nicht so gut, das auch noch. Ich auch nicht, Alter. Ganz ehrlich, da wurden einem Frauen beigebracht, Psychopathen zu sein. Ich sag dir so, wie es ist. Diese komische. Wie hieß die Olga? Hieß die Olga? Ich weiß es gar nicht. Diese Blonde, weißt du, wen ich meine, die auf dem Arnold gestanden hat. Die Ja, hatte ja. einen fucking Hackfleischkopf von Arnold in ihren Wandschrank und hat den angebetet. Psychopathie hoch 20. Und dann hatte die irgendwann so einen aus Kaugummis gebaut, so, weißt du? So iCarly. Fand ich auch nicht gut. Da kommt der Gibby. Der, wie heißt der? So Newton? Du kennst die Serie, oder? Dieser kleine Guppi, der dann irgendwann zu diesem großen blauen Flieh wird, wenn er will. Oh ne, das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Boah, mit D. So, Inspector Gadget. Da habe ich nur noch die Intro-Melodie vor dem Kopf. Die ist Inspector Gadget. Kennst du das? Ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Warte mal, für mich ist das ein E, weil. Obwohl, die habe ich eigentlich mehr gefühlt, als ich klein war. Warte mal, ich zeig's dir. Der Pizza-Flitzer offen. So. Ist das das Intro, was ich im Kopf habe? Ich hoffe einfach mal. Der Pizzaflitzer. Aus. Ja, war's auch. Also, ey, komm, ich geb dem B. Ich hab's. Hier, Jimmy Neutron. Ist halt eine cool gemachte Serie. Wird eher so C geben für mich so. Nee, das ist auf mich auf mit einer Stufe mit Danny Phantom und so, weil sind halt so Serien, die liefen parallel, die hat man halt alle gleichzeitig geguckt und keine war so irgendwie besser oder schlechter, weißt du? Wo ist Cosmo und Wanda überhaupt hin? Bei B. Ah. Ja, komm. Komm zu Cosmo und Wanda. Direkt daneben. Da ist eine Serie für dich hier. Kim Possible. Kim Possible, ich bin dir ganz ehrlich, ist für mich ein E. Für mich auch. Legende von Korra. Nicht geguckt. Müll. Wenn du es mit Legende von Aang vergleichst, ist für mich Korra Müll. Couscous Königsklasse? Aber das mit diesem einen komischen Typ da. Ja. Wo mir das Loch da aufgemacht hat, dann ist der eine Typ da runtergefallen. Ja. Ah, okay. So, Lazy Town. Nicht so meins. Lilo und Stitch, Alter, ihr Bruder. Das war okay. Da diskutiere ich nicht. Ich Ne? würde zwar nicht auf S packen, aber es war okay. Little Einsteins, nie geguckt. Looney Tunes. Die war Damit gut. trete ich vielen alten Menschen auf die Füße, aber für mich war das Müll. Ich fand ja schon manchmal witzig. Ja, komm, F. Morellino, nie geguckt. Wie hieß der nochmal? Masupilami? Ich kann mich nicht mehr stark erinnern, aber ein paar Folgen habe ich da wieder von gesehen. Ist halt.
ist wie Dark, Alter. Hat man schon fast vergessen. So, Oh Mickey nee, nicht Mouse, das Knub. Bruderhaus, Alter. Müll. Wie hieß die Mona der Vampir? Mona? Hieß die Mona? Kenne ich Also, gar nicht sind mehr. wir ehrlich. Ist das Monster aus Versehen nie geguckt? Monster Ranger, muss ich persönlich sagen, es wäre für mich ein S. Habe ich nicht. So, Mr. Bean. Das ist schon okay, bitte. Ja, B oder A, was sagst du? Aber ich ja so. Ja? Also ein S, was für mich nicht. Komm, dann packe ich den auch nochmal in B, weil für mich ist das hier halt dieselbe Kategorie. Na? So, das habe ich nie geguckt. So, Das Nut ist cool, Leute. Nut. Cool. Nut. Dieser Ein behinderte Nude, weißt du? Pinguin, Alter. Leider wäre das Nude, aber der wird das aber sagt, mega gut. Ich Ja? hab's aber nie geguckt. Norman Norville. Kenn ich War nicht. eine nice Serie. Das ist der Typ, der normal ist und seine ganze Familie irgendwie super Kräfte hat. Sagt mir nichts. Doch, doch. So, Orgi und die Kakerlaken. Ha? Ein S für mich. Das ist ein S für Ja, dich? ich fand das immer mega witzig, Alter. Für mich wäre es ein D, aber ich pack's dann in die Mitte bei B. So, One Piece. S. Ja. Also, wir gucken das heutzutage noch und ich meine, wer hat es mehr verdient, in einem S-Tier-Liste bei Kinderserien zu sein, wenn wir es heute noch gucken? Oder? Päuschen Panda. Bitte sogar A machen. Ein A? Pinke Panther, die früher oft geschaut oder? Ich würde ein B geben. Ist auf jeden Fall nicht besser als Danny Phantom und so. Davon habe ich vielleicht zwei Folgen geguckt, als ich klein war. PBJ Otter. Ja, war zu wenig gesehen. So, die Pfefferkörner? Ist halt Müll. Ist halt so, komm, wir packen mal Kinder vor den Bildschirm und lassen die irgendwas Kluges tun für Fünfjährige. Ne? Nice. Phineas und Ferb. Ist das mal Ja, so? okay, war aber nicht so gut. War lange nach meiner Kindheit und ich habe da zwei, drei Folgen von gesehen, leider. Ist nicht so gut, das nicht so viel verpasst, aber. So, Pinky und the Brain. Das habe ich gar nicht geschaut. Du kennst aber das Intro, oder? Naja, das singt immer jeder. Pinky und the Brain, 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 Brain. Irgendwie sowas, ich Ja. weiß gar nicht. Ist schon D. So, Pinocchio. Ist okay. Da ist halt ein C, ne? Aber ich Stabil. kenne nur das Ältere. So, Das Pokémon. kenne ich gar nicht. Das nicht. Ist auch Nehmen wir mal nur die erste Staffel. Für das, was es war ein A. damals. Ja, es ist ein A, ja. Würde ich Ja? sagen. Es ist für mich kein S. Es ist nicht, ich fand immer noch so übel, viel geiler als. So, die Powerpuff Girls. Gar nichts für mich, Alter. Ist halt, nehmen wir es wie es ist Müll. Und da packe ich direkt Power Rangers direkt mit rein. Hab ich auch nicht viel geschaut. Pumuckl. So, Pumuckl. Die Serie Ist gut. war, Pumuckl die Serie an sich ist halt Müll, so wenn du dir heute mal eine Folge von anguckst, ja? Aber früher war das schon cool im. Ja. So, wie hieß der nochmal, der Speedy? Speedy Gonzales, Nick. Nee, der da auch Miep-Miep immer gesagt. Ah, Roadrunner. Ja, Roadrunner. Das war gut, finde ich. Ja, aber da war jede Folge so Prinzip wie bei Pokémon. Kommt irgendwann Team Rocket und fliegt in die Luft. Da ist so, der Wolf kommt und fliegt in die Luft. Ist halt ein D, ne? So, Rugrats. Rugrats. Ja, ich konnte es damals schon nicht aussprechen. Das ist da dann mit Ja. den Babys da, wo die dann irgendwie mal immer mal aus dem Laufstall ausbrechen und Oh, irgendwelche Sachen das, machen. nee, Alter, nee, gar nicht zu mir. F. So, Simsala Sabrina. Das wird super, ja. Sepp. Oh, ja, Mann, es. Nee. Ich hab's
geschaut. Nee, Alter, das ist halt F oder Müll. Sailor Moon. So das Sandmännchen. Das haben wir schon früh aufgeschaut. Ja, gezwungenermaßen, weil den Eltern das so eingebläut wurde, eure Kinder müssen vorm Schlafen gehen Sandmännchen gucken, danach könnt ihr die ohne schlechtes Gewissen ins Bett werfen. So. Es wäre, glaube ich, auch nicht das Beste gewesen, so das Ja, schon ist halt ein F, Digga. So die Schlümpfe. die waren okay, finde ich. Ja, aber ich würde sagen im unteren Bereich, weil ich bin einfach enttäuscht von der Serie. Hätte Gargamel vielleicht mal einen Schlumpf gefressen, wäre ich zufrieden gewesen. So, mehr Blut. Ja, so hätte er mal wenigstens irgendwie das Gefühl gehabt, dass er mal einen gegessen hat, weißt du? Und so sagt so, yo, ich habe mal einen gesnackt, deswegen habe ich mega Bock auf die. Weißt du? Schloss Einstein. Oh, das ist Freundin von mir früher mal gedauert. Müll. Gar nichts damit. So. Sendung mit der Maus war gut. Sendung mit der Maus ist halt ein A, Alter. Ja, das Ohne schlechtes Gewissen. Sesamstraße. Habe ich nicht oft geschaut, ehrlich gesagt. Ja, ist halt so, weiß ich nicht. Das ist halt so für die mental schwächeren Kinder gewesen, die Serie. Weißt du? Die halt so Buchstabenmund nicht konnten, weißt du? Für mich ist es Mental halt ein schlecht. D, Alter. So Shaman King. Kenne ich nicht. Ach, Shaman King war schon stabil, Alter. Wem würde ich schon B oder C geben? So Sonic der Hedgehog. Ich mag Sonic gar nicht. Hä? Ich mag Sonic irgendwie gar nicht. So Ich gar bin dir nicht ganz meins. ehrlich, ich auch nicht. So Speedy Gonzales. Da, Mann. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich kenne nur den Namen. Willst du mal dein Intro hören? Ja, kannst schon mal rein. Komm, schau rein. Ich hab das meiste bis jetzt gar nicht gekannt, oder? Mehr als die Hälfte nicht gekannt von dem, was wir jetzt gesehen haben. Du hattest eine komische Kindheit. Ah, das war das mit der Maus! Ja. Ah, doch! Mit der Doch, ich glaube, das. mexikanischen Maus. Doch, doch, dann kenne ich das schon. Kenne ich das schon. Warte kurz. Und heute wieder frech und froh die schnellste Maus von Ja, Mexiko, doch, doch, das kenne Speedy Gonzales. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy Bo, von Nogales bis Madeira, die schnellste. Von wo bis wo? Maus von Mexiko. Ich habe wirklich gerade die schlechteste Maus und schlechteste Maus von Mexiko. Silvester. Er wird nicht. Hä? Was hat der da drin zu suchen, Alter? Und Silvester. Sylvester Stallone. Kennst du Nein, den? der ist von Oh, du kennst die Serie mit der Maus. Ja, mit der Maus, der Katze. Ja. Die war schon gut. SpongeBob Der war gut. Ist halt ein S, so kann ich nicht gegen argumentieren. So Stanley. Kenn ich nicht. Kenn ich leider. Für mich Okay. ist das ein E. Gut, dass ich es nicht So die kenne. Superkickers. Mit Superkickers. Tsubasa, Junge. Also war das mit Captain Tsubasa? Ja. Sehr früher schon Crowd. Ist halt ein A, ne? Oh, ist okay. Ich esse schon gar nicht mehr. So. Super Toy Club. Das sind da, wo die Kinder dann am Ende mit dem Einkaufswagen durch Toys R Us gerast sind. So, habe ich nicht geschaut. Ist halt, weiß ich nicht. Für mich war das halt so, yo, wir schmeißen mal Kinder für Einschaltquote vom Fernseher. So, nee. Aber das nächste auch so bisher. Das fand ich okay, Babadook. Ja, aber kommt drauf an, ist Babadook. damit die Okay, Serie Babadook. gemeint oder dieser Tigerentenclub? Weißt du, was ich meine? Naja. So Takeshis Castle, Digga. Wer ist es, Alter? Ohne Nein, nur. Diskussion. Das da kann ich dir nicht mal sagen, was das ist. Kenne ich auch nicht. So, Teletubbies. Es, Alter, es. Müll. Es. Einmal Müll. Vom Ich habe immer noch Prinz Augie. Es für Augie. Nee, ich habe immer noch Albträume von der Babysonne. Es für Zauge. Auf geht's. Es für den Sorger, fuck off. So, die Tex Avery Show. Die kennst du. Ich zeig dir gleich das Intro, du kennst die. Das war so eine Ansammlung von mehreren kleinen Serien wie Genghis Khan und bla. Jing. Jing. Jing.
Ich zeig dir das kurz. Kennst du Safe? Alter. Der Typ hieß Zweistein, glaube ich. Bin ehrlich, kenne ich nicht. Ja, ja, ging halt fit so, hat man mal geguckt. So, dein Homie. Thomas die Lokomotive. Ach Gott, die hat er früher gar nicht gemacht, Alter, ohne Witz. Ganz ehrlich, für mich ist das Müll. Die hat er früher richtig gehasst. So, Timon und Pumba. Das war okay. Das ist für mich ein A. Ja, okay, ja. Tom und Jerry, so heißen die beiden Spastis. A oder S für mich. So, das hier nie geguckt. Tutenstein. Alter, das war diese komische Mumie, Alter. So typisch Andy. Das war okay. A oder B? Ich würde es B packen. B. So, Victorious, nie geguckt. So. Weihnachtsmann und KKG. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die das jetzt in S packen würden, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Ich würde es nicht so hoch packen. Es war okay, aber es war nicht so. Ich würde sagen, Krantelbart ist der MVP und ich habe immer zu denen gehalten. Krantelbart war echt cool. Ja, Krantelbart war der MVP. Deswegen kriegst du nun E. Weil das Coverbild nicht Krantelbart ist. So, Vicky und die Wikinger. Das war gut. Was B oder A würde ich packen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich dachte jahrelang, das wäre ein Mädchen und die wäre lesbisch und will was mit dem anderen Mädel da anfangen. Bis ich gereilt habe, dass das ein Junge ist. Ich dachte auch ja schon mal, die wäre Mädchen. Deswegen, ich habe nie gereilt, weil in meiner Kindheit meine Mutter mir nicht klar gemacht hat, dass es auch Frauen gibt, die auf Frauen stehen und Männer, die auf Männer. Ja. Obwohl eigentlich durch meinen Onkel hätte ich das wissen sollen. So, ich habe halt als nicht gereilt, warum das Mädchen mit Vicky flirtet. Weißt du? So, Mini-Poo. Mini-Poo ist halt so eine Serie, dafür hat man sich geschämt, die zu gucken. So, auch im Kingdom Hearts. Das war so ein Level, das hat man bei geschlossenen Fenstern und Türen gespielt. Am besten so, dass niemand von draußen gehört hat, dass du spielst. Okay, eben nicht. Das war nichts Grandioses. Ja, ist halt ein E, ne? So, das hier. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie die Serie heißt, aber ich kenne sie. Ach, gar nicht. Boah, F, komm. So, Wunschputsch. Der war gut. Ein A, ne? Hab ich auch alles geguckt eigentlich. Yu-Gi-Oh! GX. Hab ich gar nicht mehr gemacht. Ja, für mich ein B. Yu-Gi-Oh! Die erste? Die war gut. Ist halt ein A, ne? Ist halt S. Hotel Second Cody. Kenn ich nicht. Was? Kennst du dich? Wenn sogar die Dumme hinter mir das kennt. Auf jeden Fall gar nicht bekannt. Aber ganz, für mich ist es ein S. So, die Zauberer von Waverly Place. Davon gab es auch einen Film, soweit ich weiß. Kenn ich auch nicht. Ist halt ganz ehrlich ein E. Fühle ich halt nicht so. Das hier kann ich nicht mal erkennen. Auch nicht. Ja, nicht geguckt. Also. Ja, bin jetzt davon, kenne ich nicht oder habe ich nicht geschaut, also. Ja, wie du siehst, ich auch nicht. Also Fingertips kenne ich halt und Flipper kenne ich auch, aber ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, dass ihr es einordnen könnt. Weißt du? So, für mich sind halt so Sachen Lilo Stitch, Dragon Ball und bla halt Dinge, die habe ich so meine ganze Kindheit gesuchtet. Ne? Ja, die waren okay. Bis auf das Hotel-Ding, das kenne ich nicht. Hotel Second Goody. Wie kannst du das denn erkennen, Alter? Boah, was würde ich davon noch wegnehmen? Also, sind wir mal ehrlich. Sehe ich Timon und Pumba auf einer Ebene mit Yu-Gi-Oh? Ne, ehrlich gesagt, ich nicht. Ich auch nicht.
Also ganz ehrlich, was ich wegmachen würde, wäre diese Legende mit Ahnda. Das würde ich komplett in den Müll packen. Was? Wenn es nach mir ginge. Ja, die ersten Folgen sind halt verstörend, aber man muss erstmal reinkommen. Aber von meinem Cousin sind wir geschaut und wir haben ein bisschen weggeschaut, ich hab das gar nicht gemacht. So. Also. Haben wir auch geschafft. Easy, Alter, easy.